Ich bin Miran, bin 30 Jahre alt und komme aus Mostar, Bosnien-Herzegowina. Die Heimat für mich ist da, wo es hell ist und wo die Sonne anders scheint. Da, wo meine Familie ist, die Familie, die sich immer beschwert, dass es zu heiß dort ist. Die Heimat ist nicht so weit weg, aber ich bin weit weg von der Heimat. Ich heiße Michael, ich bin 59 Jahre alt und in Baden-Baden aufgewachsen. Meine Heimat war das Schwarzwald. Mit Zelt, Rucksack und Ravioli-Dosen mit meinem Jugendfreund durch die Wälder und Wiesen streifen, das Übernachten in einer Scheune, im Heu. Meine Eltern sind inzwischen sehr alt. Der Abschied rückt in greifbare Nähe. Und ich bin weit weg. Wir sind eben nomadische Existenzen geworden. Und so ist Heimat auch etwas Utopisches.